weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe so einige Destillerien, die bei mir einfach durch den Raster fallen. Nicht, weil ich sie schlecht finde oder weil ich kein Interesse hätte an ihnen, aber man muss ehrlich sein, man hat nur begrenzt Zeit und vor allem man hat auch nur eine Leber, die man strapazieren kann und auf die muss man ja sowieso aufpassen, wenn man Whisky-Freund ist. Und dann kommen plötzlich Abfüllungen daher, dann siehst du diese Destillerie draufstehen und denkst dir, mein Gott, was war ich für ein Depp, dass ich das nicht schon früher probiert habe und nicht mehr von denen. Und das werde ich nachholen in diesem Fall, nämlich das ist Royal Lochnager. Da ist ein 16-Jähriger aus den Special Releases von Diageo aus dem Vorjahr 2021 mit 57,5% abgefüllt und der ist ja ausgezeichnet, finde ich den. Die Farbe, sehen Sie, ist nicht so besonders dunkel, kommt aus American Oak and Refill European Oak Fässern, also nichts Spektakuläres, keine tollen Finishes oder irgendwas. Und die Nase zunächst einmal, die verrät auch noch nicht sehr viel, die ist eher zurückhaltend, man hat so ein bisschen Fruchtnoten drinnen, bisschen Süße, also das, was man sich aus dieser Kombination von Fässern vielleicht erwarten könnte. Sie ist auch ein bisschen alkoholisch, nicht allzu sehr, 57,5% Alkoholgehalt, wie gesagt, also nicht von schwachen Eltern. Ja, und dann kommt der Gaumen. Und auch hier ist per se kein Ding einzeln zu nennen, was spektakulär wäre. Aber das Zusammenspiel ist super. Der hat so eine Fruchtigkeit, die sehr schön ist. Er hat wieder eine Süße, die ganz angenehm ist. Nach hinten am Gaumen, da kommt dann so ein bisschen das Abtrocknende von ein bisschen Eichenholz. Und das Finish ist, ja, jetzt wo ich rede, ist er immer noch präsent. Zwickt ein bisschen in den Zungenrändern, aber nicht unangenehm, sondern komplettiert ein sehr breites, sehr schönes und angenehmes Mundgefühl, das nicht in den einzelnen Teilen spektakulär ist, aber in der Summe sehr befriedigend und sehr schön. Ein schöner Trinkwhisky. 57,5% sind jetzt nicht unbedingt die Ansage, sich mehrere davon einzuschenken, aber hin und wieder mal einen Schluck von dem, ganz traumhaft, wirklich schön, angenehm. Geht für nebenbei, man kann sich aber auch ein bisschen mit ihm beschäftigen, weil da sind noch viel mehr Genüsse drinnen, als ich jetzt nennen konnte. In diesem Sinn nochmals danke fürs Zuschauen und Slunch.